Hallo und herzlich willkommen bei München tut gut. Heute sind wir am Frankfurter Ring. Da gibt es einen temporären Tauschraum. Dort kann man Sachen, die man nicht mehr braucht, eintauschen gegen Sachen, die man vielleicht ein bisschen mehr braucht. Und das ist ja auch ein großer Trend. Wir haben es gerade in der Corona-Krise gemerkt. Seitdem stehen überall an den Straßenecken diese Kisten zu verschenken, zu mitnehmen. Und das ist eigentlich eine schöne Idee, aber natürlich in der Umsetzung ein bisschen schwierig. Einmal regnet es, plötzlich hat man eine Kiste mit matschigen Büchern und wer räumt das dann am Ende weg? Hier ist es alles organisiert und man kann wirklich im Trockenen tauschen. Das ist auch viel angenehmer und kann sich dann auch schöne Sachen aussuchen. Natürlich komme ich nicht mit leeren Händen, sondern habe auch was mitgebracht zum Tauschen. Das ist zum einen mal hier dieses schöne Memory-Spiel aus Holz natürlich. Ich habe nur Holzspielsachen, selbstverständlich. Wunderbar und top in Schuss. Keine Breireste oder irgendwas, aber mein Kind ist schon ein bisschen rausgewachsen. Das habe ich zum einen anzubieten und außerdem eine Thermoskanne. Völlig unbenutzt, finde ich irgendwie hübsch, aber steht seit 3 Jahren ungelogen bei mir ungenutzt im Regal. Hier hat sie so eine kleine Macke, aber das nur, weil sie vorher beim Einpacken runtergefallen ist. Ist wirklich brandneu. Die kann also ab sofort hier auch getauscht werden. Und auch unser Kameramann Thomas hat etwas mitgebracht. Ein schönes Buch über Pferde. Für all die Pferdemädchen und Männer da draußen. Schauen wir doch mal rein. Ist auch sehr gut in Schuss. Wie lange gibt es schon Pferde? Die Vorfahren der Pferde lebten vor 50 bis 60 Millionen Jahren. Hätten Sie es gewusst? Hier kann man noch richtig was lernen. Also das Pferdebuch auch ab sofort zum Tausch hier am Frankfurter Ring. Das werden wir jetzt dann gleich einräumen. Ich treffe gleich Tanja und ich habe versprochen, dass ich auch ein bisschen mithelfe. Denn es gibt auch Menschen, die bringen hier Sachen vorbei und nehmen sich nichts mit. Die müssen natürlich schön eingeräumt werden, damit dann der Tauschraum auch richtig was hermacht. Und da packe ich gleich mal mit an. Hallo Monika. Hallo Tanja, hi. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, schön, dass du Zeit hast. Ich habe dir auch was mitgebracht. Wunderbar. Genau. Ich bin gerade schon hier ein paar Sachen zusammenstellen noch, die abgegeben wurden. Dann machen wir das gleich mal hier rein. Prima. 3 Teile. Und dann würde ich sagen, starten wir, oder? Unterstützt du mich tatkräftig, wenn wir jetzt hier unseren Tauschraum noch aufstocken mit den tollen Dingen? Ja. Kann ich nehmen? Gerne. Spaziert. Ah, siehst du? Super. Schon ein bisschen nach Kategorien von uns aufgebaut, dass jeder so seinen Schwerpunkt, wo er vielleicht ein bisschen kruscheln möchte, gleich findet. Ja. Bücher. Fällt mir jetzt gleich auf, der Kalender von 2018. Ja. Das ist natürlich. Der Kalender, die Zeit ist abgelaufen, aber eben durch die tollen Kunstwerke, die da ja eben sind, ja, natürlich. Ist das natürlich auch nochmal vielleicht interessant, gerade für Sammler, Liebhaber und Kunstliebhaber vor allem, ja. Ja, schön. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Schauen wir mal, was wir hier dabei haben. Genau. Ich stelle mal hier ab. Was ist das denn? Eine Bügelmaschine. Eine Bügelmaschine? Okay. Also das finde ich interessant, eine Bügelmaschine. Jetzt schauen wir mal. So, ich nehme mir mal die Kiste vor. Fangen wir mal an. Was haben wir denn hier? So, Brust, gell? Immer in Bayern gut so aufgehoben, gell? Mit so einem. So schön. Den stellen wir am besten da drüben. Okay, da passt der doch gut dazu. Jawohl. Es ist auch, hier gibt es sogar ein ganzes Besteckset. Die Brotzeit kann kommen. Ja, wie läuft es denn jetzt eigentlich ab? Also wenn man jetzt hierher kommt, ich sehe hier zum Beispiel ein paar Skier. Mhm. Und ich habe jetzt eine Thermoskanne mitgebracht. Ja. Könnte ich mir jetzt die Skier nehmen für die Thermoskanne? Natürlich, natürlich. Also wie wir genau haben unsere das Regel, Tauschen dass man sagt, ein Teil wird gebracht und ein Teil darf in diesem Zuge wieder mitgenommen werden. Wir haben es ein bisschen limitiert auf 5 Objekte, damit eben alle auch was Schönes finden. Und ob das jetzt ein großes Objekt ist gegen ein kleines Buch oder die Thermoskanne gegen die Skier, das ist alles machbar. Und das ist ja die Idee daran, Dinge, die eben irgendwo im Haushalt noch stehen, weil man sich nicht trennen möchte, weil sie eben gut sind, aber selber eigentlich nichts mehr damit anfängt, ein neues Leben einzuhauchen und jemand anderen eine Freude damit zu machen. Um einfach in der Wegwerfgesellschaft, die wir ja bisher hatten, das ein bisschen entgegenzuwirken und nachhaltiger mit den Ressourcen umzugehen. Jetzt schauen wir mal weiter, was wir noch haben. Du nimmst dir mal die rote Kiste vor und ich nehme mir die andere vor. Dann schauen wir mal. Also auf jeden Fall habe ich eine tolle Thermoskanne. Ja, also die haben wir ja gerade von euch bekommen.
einmal das Memory und das Pferdebuch. Das wird jetzt hier gleich eine neue Heimat in unserer Buchecke finden. Also ich finde, ich kann es tragen, oder? Ja, ja, also auf jeden Fall gut in Szene gesetzt. Sehr schön. Faszienrolle, auch immer beliebt, ne, bei den Sportlern. Ich habe gerade gedacht, eine Vase, ja? Aber nein, eine Faszienrolle. Zum Lockern der Muskulatur. Wahnsinn. So. Ihr habt das ja schon öfter gemacht, auch mit dem Tauschraum. Wir haben Gummistiefel getauscht gegen einen Plattenspieler. Es waren Dörrautomaten dabei, viele Bücher natürlich auch, das geht immer gut. Und Kindersachen, also Kinder immer ganz herzig, kommen und bringen ihre Spielsachen, die sie nicht mehr brauchen, und suchen sich natürlich dann auch was Neues dafür aus. Wunderbar, da brauchen wir jetzt nur noch Leute zum Tauschen. Und auf die warten wir jetzt. Willkommen zurück bei München tut gut. Wir sind immer noch im Tauschraum am Frankfurter Ring. Hier habe ich gerade eine Gans entdeckt. Die ist auch richtig nachhaltig. Kann man nicht essen. Nein. Wunderbare Sachen, die es hier zu tauschen gibt. Man kann etwas mitbringen, sich dafür etwas anderes mitnehmen. Richtig. Wie habt ihr denn geöffnet? Täglich von Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Zu jeder Zeit willkommen. Einfach vorne im Büro melden. Und dann führen wir zum Tauschraum und dann darf man sich hier umschauen, stöbern und eben bis zu 5 Objekte mitbringen und das im Gegenzug dann auch tauschen. Wir hatten gerade schon einen Tauschgast hier, aber die Dame wollte leider nicht ins Fernsehen, hat aber gesagt, sie kannte das Angebot eben gar nicht. Es ist ja auch relativ neu in München und auch nur temporär. Vielleicht durch die Sendung wird der ein oder andere darauf aufmerksam. Würde uns auf jeden Fall freuen. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache und ich glaube, ich höre Schritte. Prima. Tanja, es passiert tatsächlich. Ein Tauschgast. Hallo, wie heißen Sie? Alina. Alina, was haben Sie denn Schönes mitgebracht? Drei Blümchen zum Austauschen. Und warum gefallen die Ihnen nicht? Sind eigentlich ganz hübsch, oder? Ja, aber ich habe die geschenkt bekommen und das ist nicht so ganz mein Stil. Deswegen möchte ich die gerne umtauschen. Verstehe. Dann können Sie sich jetzt mal umschauen, was Sie dafür mitnehmen wollen. Jetzt brauchen wir mal die Expertin Tanja. Wir haben jetzt hier drei Blumen. Gilt das jetzt als drei Sachen oder als eine? Naja, könnte auch als eine gelten, aber wenn jemand sagt, ich möchte alle drei mitnehmen, weil das natürlich wieder ein schönes Assemble zum Dekorieren ist, dann sollen drei mitgehen. Aber wie viel darf sich denn jetzt Alina mit zurücknehmen? Drei, was sie möchte. Es ist ja nicht zwingend, dass immer fünf Artikel oder alles, was gebracht wird, wieder zurückgetauscht wird, sondern das soll jeder für sich entscheiden. Also sie könnte jetzt auch drei Sachen auswählen? Ja, auch drei Sachen auswählen. Haben Sie schon was gefunden? Ja, vielleicht würde das interessant. Laterne. Eine Laterne? Ich habe mich gerade gefragt, was ist das? Eine Vase, eine Laterne? Gerne mal runternehmen. Schauen wir uns an. Ah. Ich glaube, da kann man eine Kerze rein tun und dann ist es ganz hübsch. Und wo kommt es dann hin zu Hause? Auf die Terrasse. Wunderbar. Zufrieden mit dem Tausch? Ja. Okay. Ja. Dann vielen Dank und viel Spaß mit der neuen Laterne. Dankeschön. So, jetzt haben wir einen Tauschgast glücklich gemacht. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Inzwischen wurde auch im Büro noch was abgegeben und wir räumen noch ein bisschen gemeinsam ein. Oh, das finde ich auch irgendwie schön, diese Herzlampe. Das erinnert mich so ein bisschen an die 90er Jahre, ja? Ich wollte gerade sagen, im 90er Jahre Kinderzimmer wahrscheinlich hätte in meinem überall Zimmer stehen können. Richtig, ja? Richtig, bei mir auch. Total. Bin ja und auch. Genau, und die wurde hier zum Beispiel auch getestet, also die funktioniert. Genau. Lampen haben wir hier. Richtig, da haben wir schon zwei Deckenwandlampen und eine Deckenlampe. Ah ja, das ist auch eher so der rustikale Style und das ist aber auch echt ein schon modernes Teil, ne? Genau. Und das ist dann so, man hat sich vielleicht anders eingerichtet, man hat einen anderen Stil, und aber sagt, die Lampe ist noch in Ordnung, warum soll ich sie wegschmeißen? Klar.
Und dann ist sie bei uns jetzt hier gerade richtig aufgehoben. Super. Und findet vielleicht einen neuen Liebhaber. Ich finde ja meine Thermoskanne, sie macht sich so macht schön sich hier. Gut, oder? Allein von der Farbe, ja. Einfach toll. Geil, die Kaffeetassen auch in der Nähe. Genau, sind auch dabei. Und ich finde, das ist auch so ein Phänomen. Kennst du das selber auch, wenn man was aussortiert zum Beispiel und dann sieht man es in einem anderen Rahmen, dann denkt man auf einmal eigentlich ganz schön. Richtig, ja. Ich werde Rentner wie mein Opa und okay. Oma war beim Optimisten. Und so Kindermundbücher, das ist ja mal wahnsinnig lustig, was ja. Kinder so für Geschichten loslassen. Nett. Ich glaube, prima, werden bestimmt bald weg sein. Genau, die können wir ja mal hier. Was hast du noch in deiner Kiste? Ich habe noch Safe Water, Drink Champagne. That's something for me. Das tausche ich vielleicht, ja? Ich hänge es jetzt erstmal dahin. Okay, aber vielleicht weiß, da ans Regal. Genau. Ist nicht schlecht. Sieht es auch gleich wieder. Ist ja auch wichtig, dass man einfach mal Wasser spart. Mir auch ein persönliches Anliegen. Hier haben wir ein Nutella-Kochbuch. Oder eben. Nutella-Kochbuch? Ja, was es nicht alles gibt. Okay. Was gibt es heute Mittag? Bananen-Erdbeersalat mit Nutella. Das könnte ich mir sogar noch vorstellen. Okay. Ist das mit richtigen Salat? Ja. Sag mal, mit Kopfsalat? Mhm. Also. Ich glaube, das Buch nehme ich nicht mit. Also muss man mögen, aber Kopfsalat mit Nutella. Das ist auch schon ein bisschen älter, das Buch. Ne? Das kann sein. Ein Puzzle haben wir noch. Das tun wir in die Kinderabteilung. Auch immer gerade für die ersten genau, motorischen Erfahrungen. Erfahrungen, genau. So, jetzt ist das Lager hier wieder gut aufgefüllt. Wir haben alles eingeräumt, was angekommen ist. Tanja, vielen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast. Danke wie für die Unterstützung. Wie lang ist denn der Tauschraum jetzt hier? Noch bis zum 6. Februar. Können eben von Montag bis Samstag hier Objekte getauscht werden. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache für die Nachhaltigkeit und ja. Ganz wichtig, ich habe ja auch was mitgebracht. Ja, Monika, was hast du dir denn jetzt ausgesucht? Du hast jetzt viele Dinge in der Hand gehabt. Genau, hast, der Faschingshut ist es nicht geworden. Diese hübsche Thermoskanne gebracht. Genau. Was soll das Gegenstück sein? Ich bin bei diesem Schild geblieben. Safe Water Drink Champagne. Perfekt. Kommt in meine Küche. Passt. Ich finde, das ist wunderbar. Und mehr brauche ich nicht, weil ich bin eigentlich auch immer ein bisschen mehr am Aussortieren. Mhm. Und wenn man wieder genauso viel mitnimmt, deswegen finde ich es gut, zwei, drei Sachen mitzubringen und nur eine mit zurückzunehmen, die auch tendenziell kleiner genau. ist. Das und wo man halt dann auch wirklich Freude dann dran hat. Ne? Genau, also ja. Das finde ich total süß, das nehme ich mir jetzt mit. Schön. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass es heute noch richtig voll wird ja. Und viele, viele Sachen getauscht werden und so wieder in den Kreislauf kommen. Ich danke dir und vielen, vielen Dank. Viel Erfolg Dankeschön. Mit dem Tauschraum. Danke. Danke.